Hallo und recht herzlich willkommen zurück zum großen Preis von Singapur. Jawohl, es ist soweit. Wir starten von Startplatz 11 in dieses Rennen hinein. Und ja, es regnet zumindest nicht. Das ist schon mal gut. Aber die Frage ist halt jetzt, ob wir nach vorne fahren können, ohne dass wir crashen. Aber ich gebe jetzt erstmal ab, wie immer, an Heiko Wasser und Stefan Römer zum 8. Mal dieses Jahr. Vor dieser spektakulären Kulisse mit der Skyline von Singapur macht sich die Formel 1 für ein weiteres Rennen bereit. Man könnte sagen, es wird ein Ausdauerrennen, denn die berüchtigten saunaartigen Temperaturen im Cockpit machen es physisch extrem anstrengend. Die Fahrer müssen über die welligen 5 Kilometer des Marina Bay Street Circuit 23 Kurven überstehen. Es gibt zwei DRS-Zonen, eine auf der Boxengeraden, die andere am Raffles Boulevard, auf dem Geschwindigkeiten von über 300 Kilometer erreicht werden können, bevor es am Ende in eine harte Bremszone vor Kurve 7 geht. Das enge Stück über die Anderson Bridge könnte heute besondere Probleme bereiten, denn es ist unangenehm nass. Und mit dabei ist natürlich auch Stefan Römer. Reden wir über Schumacher. Keine Gridstrafen und keine mildernden Umstände. Einfach nur ein schlechtes Qualifying und eine enttäuschende Startposition von Ihnen heute. Wenn Sie aus dem Cockpit sehen, fällt Ihnen garantiert auf, dass Ihre Position und die Startlinie verschiedene Postleitzahlen haben. Aber Sie werden sich sicher mit dem Gedanken trösten können, dass Sie einen schnellen Wagen haben, der auf dem Weg zum Ziel einiges herumreißen könnte. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Daniel Ricciardo hat freie Sicht von der Pole Position. Und Alexander Albon steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Hamilton, Leclerc, Carlos Sainz und Vettel, Bottas, Verstappen, Perez und Lando Norris, Schumacher, Gasly, Esteban Ocon und Russell, Magnussen, Stroll, Antonio Giovinazzi und Danny Quert, King, De Vries, Aitken und Nicolas Latifi. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Noch wissen wir es nicht. Okay, die Harten halten ein komplettes Rennen durch. Da von hinten fahren. Fahren wir halt mit. Keiner hat softe Reifen. Doch da hinten hat irgendjemand softe Reifen. Das ist ein Fiat. Denn hier gibt es Tempo vor. Wir sind der letzte Platz der Top 11. Und die zweite 11 sind dann bei Gasly. Das würde man eine Tabelle in zwei Seiten teilen, wären wir noch auf der ersten zu sehen. Die Reifen sind warm bei mir. Müssen wir gleichzeitig noch den Ding niedrig halten. Die Abnutzung, wenn wir die unter 3% halten können, bis wir wieder an Start und Ziel sind, wäre es perfekt.
Vor uns fährt jemand, der auf der PlayStation tatsächlich dieses Rennen schon gewonnen hat bei unserem Let's Play. So, Startaufstellung. Großer Preis von Singapur. Ich hoffe, wir scheiden nicht gleich in der ersten Runde aus. Letztes Jahr hatten wir unfassbar viel Glück, dass wir nicht abgeschossen worden sind. Startplatz 11. The rest of the grid is forming up. Be patient and watch for the lights. Großer Preis von Singapur. Zack, vorbei an Perez, vorbei an Verstappen, da ist Bottas. Da knallt's. Mit Leclerc. Wir sind Fünfter. Wir sind Fünfter, Freunde. Bringen wir einen Speed mit. Boah. Glück, dass der Hamilton noch rüberzieht. Wir sind Dritter. Jo, da ist sogar Jeff beeindruckt von dem Start. So, und jetzt haben wir hier ein bisschen... Ja, ich habe gedacht, dass wir vielleicht außen anfangen, dass er wieder ins Rutschen kommt. Albon passiert aber nicht. So, und jetzt heißt Hamilton von vorn. Gelbe Flagge. Gelbe Flagge. Leclerc hat da ordentlich verloren. Weiß gar nicht warum. Würde mich interessieren, warum Leclerc so viel Zeit verloren hat da. So, Hamilton bleibt uns, an uns dran. Wir bleiben an Albon dran. Danny fährt vorne weg. Der Plan geht auf. Ricardo mit der schnellsten Runde. Wundert nicht, da er vorne wegfährt. Ich habe nicht vergessen, dass wir gleich den Powerboost-Button anwerfen. Und dann schauen, dass wir an Albon dranbleiben. Wie gesagt, würden wir in jedem Rennen Zweiter werden mit der schnellsten Runde, wären wir am Ende des Jahres Weltmeister. Das heißt, wir müssen einmal die schnellste Runde theoretisch abgeben an Danny. Und Danny wäre dann mit, glaube ich, 2 Punkten Vorsprung Weltmeister. So, hier kommen wir ganz nah ran. Hamilton bleibt aber auch eher an uns dran, als dass er auf die anderen verliert. Album ist uns da jetzt fast schon zu langsam. Das Auto DRS ist aktiviert und jetzt hat er keine Chance mehr. Mit aktiviertem DRS hat er gegen uns keine Chance. So, jetzt muss er Hamilton verteidigen.
Wie erwartet, Porsche auf 1 und 2. Nicht mal überraschend. Danny fast 5 Sekunden von uns weg, das ist gut. Ich sehe mal, was in dem Porsche drin ist, wenn er wirklich problemfrei fahren kann und hinter ihm auch niemand mehr ist. Und das wird niemand mehr hinter uns sein. Den Abstand haben wir jetzt auch. Auf Albon. So wächst er mich gerade. Ich bin schon unheimlich froh, dass es dieses Jahr nicht am Anfang gleich gekracht hat, muss ich ehrlich sagen. Das war ja meine große Befürchtung. Dass wenn wir jetzt wieder von 11 starten, erste Kurve, zack, und wieder irgendjemand reinfährt. Aber so ist es nicht. Die zwei Porsche fahren vorne weg, wie vor 2 Jahren noch die Mercedes von Bottas und Hamilton. Und Hamilton ist jetzt aber immer noch der größte Verfolger, während Bottas irgendwo im Mittelfeld rumgurkt aktuell. Das ist mich ein 9., wenn ich das richtig sehe. Da ist noch ein... Oder? Nee. Nein. Müsste 8. sein. So, wieder auf die Straße konzentrieren. Nicht auf die Anzeige unten. So, nächste Runde ist unser Boxenstopp. Das ist mittlerweile egal, wer wann reinkommt. Mittlerweile sind wir vom Fenster her so, dass der eine rausfährt aus der Box und der andere direkt reinfahren würde. Und Albon schafft es tatsächlich, Hamilton oder sich Hamilton vom Leib zu halten. Gibt's ja gar nicht. Nächste Runde bleibt bei Danny Ricciardo. Und Albon schafft es echt, Hamilton 0,6 Sekunden von sich wegzuhalten. Und uns noch ein bisschen ran. Wenn sie ein paar Fehler gemacht haben. Ich bin gespannt, wie das dann wird. Mit dem Boxenstopp bei uns. Und wir müssen ein bisschen länger fahren. Aber wir müssen reinkommen. Unsere Reifen sind platt. Bottas übrigens an Verstappen. Noch an McLaren vorbei da hinten an Sainz. Das Bottas aktuell jetzt auf 7. Danny fährt noch eine Runde. Genauso wie Albon. Leclerc. Hamilton nicht. Hamilton kommt mit uns rein. Bottas fährt weiter. Vettel kommt rein. Verstappen kommt rein. Ein paar waren schon drin. Vielleicht war das der McLaren, der da schon drin war. So, wir sind 12. Sainz vorbei am Ferrari und Sainz vorbei an Hamilton, Fragezeichen. Ja. Bombe. Sainz schnappt sich hier den Platz von Hamilton. Das ist natürlich
wirklich Weltklasse, wenn ihn halt auch halten kann. Nein, Hamilton ist wieder vorbei. Hamilton hat einen deutlich schnelleren Motor und deswegen vermute ich auch mal, dass Hamilton an Albon vorbeikommen wird. Eine kurze gelbe Flagge und es ist Hamilton! Ist es Hamilton? Nein, Sergio Perez ist es, der da rollt. Schade. Schade, 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 schade. Aber wie, da wo er steht, ist das ein Safety Car. Das ist Safety Car. Das muss ein Safety Car sein. Wie kann das kein Safety Car sein, wo der steht? Boah, ich dachte schon, Hamilton ist raus, weil dann wäre mit die WM fast entschieden gewesen. Zwei Rennen vor Ende. Hamilton auf Schumacher wären es dann 53 Punkte gewesen, wäre nicht mehr einholbar gewesen. Und auch auf Danny hätte er dann mindestens einen Rennrückstand gehabt. Aber Danny wird auch da wieder weit vor uns rauskommen. Und Latifi muss schauen, dass er reinkommt. Jawohl, dem ist auch da. Dem ist so jetzt auch. So, wie viel sind da in der Box drin? Wer fährt da noch? Ein Force India fährt noch und es fährt auch noch ein Alpha. Und wer kommt da ganz knapp vor uns raus? Oh. Danny Ricciardo und der hat ordentlich verloren auf uns. So, nochmal eine Verwarnung gekriegt gerade. Jetzt sind wir dann ganz nah an der größeren Strafe dran. Das heißt, wir dürfen nicht mehr abkürzen hier jetzt. Schnellster erster Sektor. Danny auf hart unterwegs. Oh. Das heißt, wir dürfen richtig vom Gas gehen. Das heißt, wir müssen als Block dienen. Wir müssen als Block dienen. Gegen die anderen. Hamilton übrigens vorbei an Albon. Welche Überraschung. Bleibt an uns dran, wenn er hier nicht ausscheidet. Boah, das war knapp. Die schnellste Runde geht an uns. Obwohl wir da deutlich vom Gas gegangen sind. Lewis Hamilton hat jetzt die schnellste Runde. Das heißt, wird aktuell 16 Punkte machen anstatt 15. Ja, der pusht ordentlich. Lewis hinter uns pusht ordentlich. Das heißt, wir müssen auch pushen jetzt. Ich komme gar nicht drum herum. Ich habe Danny jetzt wieder ein bisschen fahren lassen. Macht auch super mit seinen harten Reifen. So, hier stand Sergio. Das ist klare Safety Car. Ich zweifle gerade an, dass Safety Car aus ist. Oder an ist. Das ist natürlich super ärgerlich. So, wir halten Lewis bei 5 Sekunden aktuell. Sainz übrigens auf 5. Also der hat es wirklich geschafft, an den Ferraris vorbeizukommen. Dann hoffen wir mal für ihn, dass er jetzt da bleibt. So, das wäre nämlich 10 Punkte für McLaren. Das wäre eine richtig starke Leistung. Ferrari würde richtig federn lassen. Noch Bottas ist wieder hinter den beiden Ferrari, hinter Verstappen, das heißt 5 Ferrari, 6, 7. Bottas nur 9.
Kann ich einfach nicht den Flügel aufmachen hinter Lenny. Auch wenn er kontinuierlich verliert und Hamilton deutlich näher rankommt. Das ist natürlich ein Problem, klar. Jetzt hat er zweimal gewonnen dieses Jahr, das passt. Näher an Danny ist weiter von Lewis weg. Wir haben halt noch 5 Runden. 5,5 so gesehen. Er hat noch 4,3 Sekunden Rückstand. 5,1 auf Danny. Fakt ist, er kommt. Lewis Hamilton kommt auf jeden Fall näher. Gut, 4 Runden sind es noch. Zwei Komma sechs Sekunden haben wir noch auf Hamilton. Hamilton holt auf. 2,1 sind es wieder auf Danny. Ziehen lassen wieder. Unser Motor lässt auch nach. Bekommen wir immer wieder die Nachricht. Wie gesagt, solange wir Lewis weghalten können von Danny, läuft hier alles nach Plan. Zum Zeitverlust, da könnte man sagen, Hamilton kommt knapp in der letzten Runde uns nochmal ran. Aber bei uns drohen die Reifen zu kippen. So, Danny verliert.
it should be okay to continue. It'll cost us a little bit of time, but we're nearly at the end of the race. Boah, ich hab nur gesehen, dass wir ein bisschen zu nah hingekommen sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass das irgendwie groß unsere Aerodynamik zu stark beeinflusst. Gerade was Anbremsen und Kurven, Scheitelpunkte und Co. betrifft. Und darauf habe ich jetzt keine Lust, die letzten vier Runden. Drei Runden. Drei und Viertel Runden. Ja, ich kann sagen, wir werden jetzt ordentlich verlieren. Doch, wir werden ordentlich verlieren. Hamilton kriegt von uns nochmal einen kleinen Bonus geschenkt hier, unfreiwillig. Ja, und fahren jetzt doch den Schaden nochmal schneller. Und Fakt ist, ich werde diesen Platz jetzt mal nicht so leicht abgeben an Hamilton. Unsere Reifen sind auch platt. Vor allem vorne rechts natürlich jetzt. Kommt ein mini kleiner Bremsplatten dazu. Nachdem wir da hängen geblieben sind. So, Hamilton auf 1,5 Sekunden an uns dran. Albon kommt dahinter. Und Sainz ist nochmal eins dahinter. Bottas übrigens immer noch nicht an den anderen vorbei. Das heißt immer noch neunter. Wir müssen uns einfach mal freuen, dass die zwei McLaren auch mitfahren. Der zweite McLaren ist nämlich auf 10. Ist nicht der eine führt diese Truppe an auf Platz 5 und der andere steht auf 10 und fährt diesen Trupp hinterher. Hamilton im DRS-Fenster. Wie lang können wir den Briten von uns weghalten? Am besten so, dass er Ricardo nicht mehr erwischen kann. Er ist da. Lewis ist auf jeden Fall da. Doch, das sollte reichen. Sollte locker reichen. Hamilton kommt. So, hängt uns hinten drin. Und da hat es ordentlich gekracht. Hamilton ist raus. Hamilton ist raus. Aber was ist bei uns alles kaputt? Die Nase auf jeden Fall. Hamilton ist auf jeden Fall raus. Schaffen wir es, mit der Nase eine Runde zu fahren? Nur noch eine weitere Runde. Sainz plötzlich auf 4, weil Hamilton raus ist. Oh mein Gott, ich wollte Hamilton echt nicht ausschalten lassen. Das war nicht geplant. Aber der hing uns da so hinten drin und hat aber auch nicht aufgegeben. Das muss ich... aufgegeben, sehr schon. Aufgehört. Ich sag, müssen wir nachher nochmal anschauen. Das heißt, ich darf nachher auf jeden Fall nicht auf die Highlights gehen. Sonst stürzt das Spiel nämlich ab. Und das wollen wir alle nicht. Albon hatte, glaube ich, auch bremsen müssen. Ja, da hat es ordentlich gerattert. Es ist so viel geflogen da hinten. Da sind so viele Teile geflogen gerade. Oh, nochmal ein Hit abbekommen. Er ist immer noch dran. Albon muss rein, Albon muss auch rein, was? Wieso muss denn Albon rein? Hat der auch was abbekommen bei dem Crash? Ach du grüne Neune. Das ist natürlich die Frage, können die anderen Sainz jetzt aktuell auf 3? Das ist natürlich ein Podium, was niemand erwartet hat. Beziehungsweise doch Porsche auf 1, 2, ja, aber... McLaren auf 3? Jetzt ist er hin.
jetzt kann Sainz hier auch noch Zweiter werden. Drei Sekunden Zeitstrafe bekommen. Oh, Alter! Leclerc ist uns da gerade hinten reingefahren. Also Sainz auf 2. Wir bekommen eine Zeitstrafe fürs Abkürzen, weil wir einmal die Kurve geschnitten haben hier. Danny Ricciardo gewinnt. Oh! Oh. Wie bringen wir dieses Auto denn noch ins Ziel, Alter? Bitte frag mich nicht, ich habe keine Antwort auf diese Frage. Vettel wird auf jeden Fall Dritter wahrscheinlich. Also er kommt jetzt mal in die Box rein, wird auch so Dritter. Also hat es mehrere Strafen gegeben gerade. Wir sind Zwölfter am Ende. Das heißt, auch wir fliegen aus den Punkten noch raus. Boah, das war ein Turn, den habe ich nicht kommen sehen. Sicher ein paar enttäuschte Gesichter an der Boxenmauer, aber nicht hier. Das war ein fantastischer Sieg. Auf jeden Fall, Leclerc ist am Ende uns noch hinten reingefahren und hat uns dann den Vettel reingedrückt. Das kann sein, dass wir da auch nochmal eine Strafe gekriegt haben, was aber lächerlich wäre. Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel. So, Danny springt natürlich so mit an uns vorbei. Ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine Maske hast. Leclerc wird Vierter. Weit nach vorne ins Feld fahren. Kriegt also keine Strafe, für das er sonst hinten also reinfährt. Ich habe das spektakuläre Rennen schon ziemlich ausgelaugt, aber ich bin mir sicher, dass die Fahrer darüber nur lachen können. Sie haben richtig hart gearbeitet, um heute hier stehen zu können. Und es ist schön zu sehen, dass es sich für sie gelohnt hat. Albon muss dann Hamilton reingekracht sein, anders kann ich es mir nicht vorstellen. Es hätte aber wieder Safety Car geben müssen nach dem Unfall mit Hamilton. Wo der stand, wie es da kein Safety Car geben kann, frage ich mich. Das tut mir leid. Joa, viel krasser hätte das Rennen nicht mehr enden können. Wir fallen zurück auf Position 12 durch die 3 Sekunden Strafe. Wir können es mal kurz angucken. Rennleitung, Ereignisse, Gasly, Kollision mit Norris verursacht mechanisches Versagen. Perez, Streckenbegrenzung, Kurve abgehört, das war dieselbe Runde. Hamilton, Totalschaden. Ich habe den Crash jetzt angeschaut und muss sagen, Hamilton hing uns hinten im Hinterreifen drin. Deswegen hat er uns vorne rübergezogen und wir konnten nicht gegenlenken, weil wir nicht weggekommen sind von dem Reifen. Deswegen kam es am Ende zu dem Crash. Natürlich mega, mega ärgerlich, weil es uns am Ende auch das Rennen gekostet hat. Für die WM-Wertung ist super spannend. Genau, und Leclerc hat trotzdem zumindest noch eine Verwarnung bekommen. Wenn ihr den Crash aber gesehen habt, frage ich mich, warum das keine Zeitstrafe ist, weil der hält da voll in uns rein, schubst uns in seinen Teamkollegen rein. Also wie gesagt, das war, ja. Boxenstops. Sagen wir, sind da schwarz, cool. Boxenstops, Albon Frontflügel. Nochmal gemacht. Wo kam der denn am Ende ins Ziel? Nur auf 19. Boah, Hamilton schnellste Runde, das ist schon mal gut. So, dann schauen wir mal auf die Rangliste. Ricciardo auf 1, Schumacher auf 2, jetzt dann natürlich 3 Punkte Rückstand auf Ricciardo. Hamilton hat 30 Punkte Rückstand auf Ricciardo, 27 auf uns. Puh, Halleluja. Verstappen 84 kommt da auch nochmal ran. Leclerc hat eine Minimalchance, noch Weltmeister zu werden. Bottas ist offiziell raus. Genau, und Konstrukteurswertung springt natürlich jetzt McLaren an Renault vorbei durch dieses wahnsinnige Finish auf 2 und 7. Das sind insgesamt 24 Punkte, die McLaren da heute einfach mal rausholt. Ja, mega nice. Kann man mir nichts anderes sagen. Aber wie gesagt, der Crash mit Hamilton, boah. Horror, Horror. Der hätte richtig böse ausgehen können. Wie denken Sie darüber? Was? Sie haben den Spitzenplatz verloren. Hoffen Sie, ihn schnell zurückzuerlangen? Ihr Teamkollege hat sich den ersten Platz geholt. Macht sie das froh oder eher neidisch? Wie fühlt es sich an, den Teamkollegen da oben auf dem Treppchen zu sehen?
Was war heute das Erfolgsgeheimnis Ihres Teamkollegen? Klasse, das war dann alles. Bitte. Hat man das Rennen wieder überhaupt nicht verfolgt, die liebe Claire? Das war schon ein kleiner Horrorcrash. Beide kriegen 2 Punkte, das heißt, es steht 10 zu 8 im Vergleich. Ja. 1,96 Millionen gibt es auf unser Konto dazu. Das heißt, wir jagen weiterhin Lewis Hamilton, der nächste ins Team kommen soll. Und nächste Grand Prix, der ansteht, ist Mexiko. Und so wie es aussieht, gibt es keine Wechsel der Einstellungen. Ist natürlich schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Bis zum nächsten Mal hier bei F1 2020. Ciao mit V.